Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Lords of the Fallen. Ich werde mich heute wahrscheinlich öfter mal verplappern, weil ich irgendwie mich leicht beobachtet fühle. Das hat ein paar Gründe. Und wir haben hier unsere Lieblingsgegner, diese schwulen Kackgeister, die wir in der letzten Folge zwei schon töten mussten, wo ich gehofft hatte, dass sie nicht wiederkommen. Aua. So, müssen wir schnell an dem vorbei, weil sonst stand er uns wieder. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh Gott. Mann, ey! Au. So, noch einen. Boah, noch einen Stab. Uiuiui, da wäre ich fast runtergefallen. Das wäre beinahe schief gegangen. Oh, ich mag diese Viecher nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, wir sollten echt ein bisschen mal auf Glaube skalieren, weil wir sonst immer zu ewig brauchen für diese Viecher und die werden wahrscheinlich noch sehr viel mehr kommen. So, Nummer 1 besiegt. Endlich. Wir laufen zurück zum Stein, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Und uns den einen Heiltrank zu holen. Aua! Wieso wurde ich jetzt angehittet? Greift der andere Geist mich schon an oder was war das denn gerade? Ich weiß es nicht. So, guck mal hier oben, ob hier oben irgendwas ist. Da ist ein Hebel. Bringt das was den Hebel zu. Oh, was ist das denn für ein Viech? Ach du Scheiße. Es hat Gift, es hat auf jeden Fall. Es rollt! Au. Aua. Es macht enorm viel Schaden und es vergiftet mich. Trinken nochmal schnell einen Heiltrank, weil das Gift jetzt nachgelassen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hält enorm viel aus, das Viech. Das ist schlimm. Und es vergiftet heftig. Tränke trinken. Müssen wir sowieso ein bisschen verarschen, das ist schon mal so gut gewesen. Und wir rollen wieder weg. Oh, was macht das jetzt? Das Feuer macht Gift in Boden. So, dann wird es wieder rollen. Es rollt wieder zur Seite weg. Oh Gott, das ist ja... Es rollt einfach um mich rum, okay? Und jetzt geben wir ihm einfach den Rest. Au, oh, es tritt nach hinten! Drecksvieh. Oh, das war dumm, das war dumm. Ich bin tot. Dieses Viech hält extrem viel aus und macht extrem viel Schaden. Das ist super toll. Und ich wette, jetzt sind die Geister wieder da. Ich freue mich drauf, oder? Oder? Super, die Geister. Da freue ich mich ja drauf. Oh Mann, ey. Für diese Geister brauche ich so ewig wegen ihrer Scheißmagie. Hat mich wieder betäubt. So, nochmal ausweichen. Gleich können wir wieder einen. Oh, ich falle fast runter. Das ist natürlich nicht so positiv. Komm, so jetzt. Auf Warten wieder ein Geschoss machen, dann geht's dir an den Kragen, du Stück, du. Aua. Mana regeneriere dich ein bisschen schneller, das wäre super. Und du teleportierst dich. Er teleportiert dich hinter mich. Und weg. Und weg. Nicht getroffen. Also jetzt aber. Stirb. Ja, ich meine natürlich. Dann ist das an der andere Geist. Greift der uns eigentlich an oder haben wir das letztes Mal nur so einen Hit gekriegt? Nein, der greift uns nicht an. Dann gehen wir mal zu unserem rollenden Giftviech da oben.
Gucken wir, ob wir das jetzt platt kriegen. Wir hatten es ja schon fast tot und dann hat es nochmal zwei Hits gesetzt, weswegen wir dann gestorben sind. Na super, so. Das ist, wenn ich das wahrscheinlich töte, kommt das kommt wahrscheinlich nicht wieder. Tippe ich mal so. Wo ist es denn jetzt? Da hinten ist es. Das rollt, das geht weg von mir. So, einen Hit gegeben, was es nicht sonderlich merken wird. Und zur Seite ausweichen. Ja, super. Ich schalte nicht zur Seite aus. Steh auf. Oh, mit dem Schlag konnten wir nicht ausweichen und wir sind vergiftet. Sehr schön. So stelle ich mir das Ganze vor. Gucken, will es wieder laufen? Was hast du jetzt vor? Wenn es wieder die drei Stege setzt, können wir kurz ausweichen, dann nachzuschlagen. Eins, zwei, drei und jetzt schlagen wir zu. Zwei, das sollte ausreichen erstmal, weil sonst kriegen wir Hits ab. Zwei Stege. Ne? Okay, sollte jetzt erstmal nur einen machen, das ist gut so. Und er hat er jetzt nach hinten getreten. Rolles Pferd. Na, willst du wieder rollen? Er rollt wieder. Und wegrollen. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das war ganz dumm. Trank. Schneller Trank. Boah. Puh, das war ganz schön knapp. Ja, lass uns jetzt nicht nochmal von diesem Viech töten. Nein, 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 nein. So, nochmal schnell. Sicherheitstrank. Stirb. Einen Schlag müssen wir noch machen. Einen Schlag. Komm, mach deine drei Schläge. Ich warte drauf. Was hat das jetzt? Das rollt wieder. Oh, das hat einen Hitpunkt. Und weg. Das hat auf den Boden gehauen und egal, dann können wir jetzt einmal einen Sprungangriff machen und nicht anfangen. Ja, und der epischen Musik zufolge kommt, explodiert das Viech nochmal, das wollte ich damit sagen. War gut, dass es nicht so viel Schaden gemacht hat und sonst ausgelöscht hat. Hier haben wir einen Hebel und wir haben auch eine Truhe, die wir öffnen können. Wir nehmen natürlich erst die Truhe, weil wir gierig sind. Was haben wir hier? Ah, Wirkung, das Wirkungsset haben wir jetzt komplett fertig. So, was öffnet sich jetzt? Ach, jetzt öffnet sich hier ein Tor, ja? Hat es richtig gesehen? Ja? Nein? Vielleicht? Okay, irgendwo hat sich jetzt das Tor geöffnet. Ich glaube da unten, welches Tor ich wieder für sie öffnen musste. Für die, unsere liebste Freundin, die wir da haben. Die uns zum Glück nicht nur ausbeutet. Immer so nach dem Motto, ja, würdest du das bitte, bitte machen? Und dann, wenn man es gemacht hat, oh, jetzt erst gemacht, oh, du kannst ja gar nichts. Oh, ich mag diese Frau nicht. Ha, so hier, Fräulein, Fräulein Oberwichtig, wir haben hier... Ich bin so nah dran. Du bist so nah dran, das Ding ist verdammt nochmal auf. Inzwischen könntest du vielleicht das Rätsel des großen Tores dort lüften. Vielleicht findet sich die Antwort irgendwo in diesem Turm. So, ich frage mich jetzt, wo wir hier gelandet sind. Am Südrand sind wir, wohin wir gelandet. Ich frage mich, warum wir jetzt hier zuerst hin sollten, bevor wir den Typen da in der Arena machen. Sind das so Bodenbeere? Und natürlich einen Sperrtypen, wo wir erstmal wissen müssen, wo sein Herz ist. Was haben wir da? Also der Stein ist auf jeden Fall schon mal da. Kann man den Stein einfach... Oh ja, okay, greift uns unser Golem-Viech direkt an hier. Ich will nicht dich, ich will den anderen. Den direkt vor mir am besten auswählen. Ja, genau. Oh, er greift jetzt natürlich an. Wir müssen mal hier oben. Deckt mal, dass es hier oben irgendwo ist. Hier oben vielleicht irgendwo ein bisschen. Hallo? Also ein Viech, na super. Und wir schlagen am besten daneben, das hilft uns am meisten. Und da oben ist wieder so ein Geist. Also,
wieder eine Lust drauf. So, das wird ja der besiegt. Da geht's noch weiter hoch. Ich hab. Oh Gott. Irgendwo hier muss doch sein Titanenherz rumliegen. Und er kommt natürlich die Treppe hoch. Wir machen das geschickt, wir schauen auch über ihn rüber. Okay, wir machen ihn kaputt. So, sag mir, wo dein Herz ist. Sag es mir. So, wo ist es? Ah, unten. Wusste ich doch, dass es unten ist. Ah, ein bisschen. Danke für deine Mithilfe. So, das Papier ist mir im Weg und das müssen wir kaputt. Nur darauf achten, dass wir nicht sterben. Ja, am besten machen wir das so, indem wir ein paar Hits kriegen. Und wir schlagen es einmal zu und das sollte das Ende für ihn bedeuten. Sehr schön. Und wir speichern. Jetzt tief runter. So, ob wir jetzt hier überhaupt hoch sollen, frage ich mich. Da drüben ist wieder so ein schöner Geist hinter der Barriere, aber. Ich glaube, das ist da weiter. Kann er da durch? Ich hoffe nicht. Adias Weisheit ist unendlich. Der Geist des Menschen ist begrenzt, so wie es auch seine Zeit ist. Dies ist so, wie es sein soll. Das ist Adias Plan. Er erbaute die Gesellschaft. Er ist die Gesellschaft. Hier kamen gerade einfach zwei rollende Feuerkugeln auf mich zu. Das hat mich etwas überrascht. Hier ist also der Riss. Was bringt der Riss? Hier ist auch wieder eine Rune. Können wir hier irgendwo lang, ohne uns zu töten? Nein, ich glaube nicht. Das bringt so nichts. Wir haben was versuchen. Und drüber springen will ich auch gar nicht versuchen. Das sieht mir auch nach einem Bosskampf da hinten aus. Und ich frage mich immer noch, warum wir nicht den Herren Gladiator da töten sollten. Oder warum wir an dem vorbeigehen sollten. Den müssen wir wahrscheinlich so oder so töten. Da haben wir die Barriere. War das jetzt, ist das jetzt alles, was wir hier, wo wir erstmal hinkommen? Oder gibt es hier noch mehr, was ich noch nicht gesehen habe? Da könnte man springen. Ich frage jetzt noch, ob ich da springen sollte, weil im Springen bin ich ja so ein richtiges Talent. Schwerkraft, mein größter Feind. Ich mach's einfach mal. Und hör auf zu rollen, du. Und das bricht ein? Das hätte mir auch einer sagen können. Die Viecher explodieren und schubsen mich auch weg. Und hier ist ein Geist, der die ganze Zeit Feuer auf mich. Also nicht Feuer, sondern. Aber die gucken auf mich, die Hilfe. Mach die scheiß Truhe auf und beweg dich da weg. Und trinken dran, weil sonst kriegst du auf die Schnauze. Danke sehr. Das war, hat sich auf jeden Fall Klauen. Eine Faustwaffe hat sich natürlich für uns gelohnt, weil wir natürlich mit Klauen kämpfen. Niacht. So. Jetzt muss ich da wieder zurückspringen. Na super. Mein Herz! Schrecklich, also müssen wir da oben lang zu dem liebsten Geist da oben. Sehr schön, freue mich drauf. So, wir müssen jetzt hier sogar noch Mana verballern, weil wir jetzt die Barriere aufsprengen müssen. Aber wir haben die Barriere nicht getroffen. Jetzt haben wir sie getroffen und der Geist kommt natürlich sofort raus. Kann ich jetzt eigentlich schnell nach unten laufen oder so und mir meine Mana wieder auffüllen lassen? Am Stein, das müsste doch irgendwie klappen. Solange der halt noch funktioniert. Nein, das klappt nicht. Schade, meine letzte Hoffnung, der Stein, hat mich verraten. So, Mr. Geist, dann wollen wir noch mal sehen, was wir können, ne? Ja, siehst du, hast gefressen, du dummes Kind, ey. So. Er hampelt da schön oben rum. Unsere Mana. Es fühlt sich so scheiße langsam auf, ey. Nimm wieder einen Schuss. Ready. Friss das.
Oh man, wir haben da keinen Schaden bekommen, dass wir hier runtergefallen sind. Das ist okay. Ah, hier liegt ein Item. Ha, und gut, dass ich da runtergefallen bin. Ein leeren Schild. Klingt dann sicher schon mal gut. Weißt du, ich kann diesen Geist nicht treffen. Ich kann ihn nicht treffen mit meinen physischen Angriffen, aber er blockt mich. Wie wahrscheinlich ist das denn bitte? Wie soll das funktionieren bitte? Und wir verschießen einen Schuss, oh Gott! Jetzt heißt es wieder warten auf die Mana. Ich brauche unbedingt mehr Glaube. Aua, und wir kriegen noch einen Hit ab. Komm da hoch, ey. Du kannst durch Wände schießen und ich kann das nicht. Ja, ist wieder so typisch. Guck mal, diese Wallhacker. Aua. Ich sollte hier mal aufpassen, dass ich nicht immer runterfalle. So, noch ein Schuss für den Geist, aber das dauert wieder ein bisschen. Hoch, jetzt ist er hinter uns. Ha, bist runtergefallen, Opfer. Nur leider kann Fallschaden Geister nichts anhaben. Yay, wer hat sich Geister bitte ausgedacht? Besonders die. Endlich ist dieser Kollege tot. So, wir haben 14.000 Erfahrungspunkte, das bringt uns noch nicht viel. Wir brauchen ja 4 Glaubenspunkte, um unsere Spellpunkte auch weiterverwenden zu können. So, hier ist ein kleiner Raum. Okay, hier haben wir Herbert wieder. Hier können wir Herbert wieder rufen. Frage ist nur, ob ich Herbert rufen sollte. Brauche ich Herbert? Was mein Schild bringt. Leeren Schild. Hat das irgendwelche Infos? Das bringt uns momentan noch nichts. Hier mehr Zeichen. Können wir lesen? Ach, die in einer russischen Sprache, die verstehen wir natürlich nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich fühle mich irgendwie verloren. Das ist der Vernichter oder was? Das ist der Rogerherrscher, den ich töten soll. Der ist groß. Der ist verdammt groß und der ist fett und der hat einen Titten. Er ist hässlich. Was hat das jetzt gebracht, dass ich den Hebel... Was hat das gebracht? Wären da die Ketten um seinen Hals straffer? Ich hoffe, dann können wir ihn von aus seiner Ferne erwürgen oder so. Das wäre sehr praktisch für uns. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ich glaube, ja, er besiege den letzten Rogerherrscher, den Vernichter. Der sieht auch aus wie ein Vernichter, aber er ist dick. So, ich muss ich da rüber springen tatsächlich. Das ist natürlich auch brutal. Ich verstehe nicht, warum wir den Gladiator auslassen sollten und jetzt den Vernichter töten sollen. Der Gladiator ist auch noch ein Herrscher, oder? Oder? Ich weiß es nicht. So, soll ich jetzt hier die Tür aufmachen? Oh, hallo. Wartest du auf mich? Kannst du rüberspringen? Ich hoffe nicht. Kannst du nicht. Hep. So, hier. Nein, verdammt. Ich wollte nicht verlassen. Hallo? Vetorecht. Wo sind wir jetzt schon wieder? Frage ich mich da gerade. Heilige Flure sind. Wir sind in den heiligen Fluren. Ich frage mich, ich hab mich viel, ich will mich nie verlaufen. Das ist auch nicht. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich das in die Schnauze kriege. Ach, hier sind wir. Guck an. Ich weiß, wo ich bin. Juhu.
Die Frage ist jetzt, ob ich jetzt den Gladiator einfach töten sollte. Sollte ich den Gladiator töten? Fünf. Ja, das sollte. Das ist natürlich so eine Sache. Darf ich den Gladiator schon töten? Ist auch so eine Frage. Ich glaube, ich mach's einfach. Also, müsste ja funktionieren, eigentlich. So, heilige Hallen, da kommen wir eigentlich noch wieder zurück. Da sind wir vorhin lang gegangen. Dann müssten wir. Ich überlege gerade, welcher Weg der kürzeste ist zum Gladiator. Es dürfte, wenn ich jetzt hier lang gehe, sind da ja die heiligen Hallen. Ja. Hier oben. Da müsste doch genau über der Arena irgendwo rauskommen jetzt hier. War das hier? Ja, das müsste hier gewesen sein. Ja, hier. Sehr. Warum hat das gerade Bumm gemacht? Wieso ist da Feuer? Hallo? Hilfe? So, hier haben wir einen schönen Piekse-Spießmann. Der ist ja kein Problem für uns. Und hier ist noch ein Piekse-Spießmann. Wenn ich rechtzeitig abspringe, dann kriege ich die auch, bevor die mich stechen in der Luft. Also ist ganz praktisch. Ich glaube, das einzige Problem, was ich hier momentan habe, ist, dass wenn ich hier sterbe gegen den, sind wir wieder am Arsch der Welt. Deswegen würde ich sagen, müssen wir es einfach mal im ersten Versuch machen. Aber ich glaube, bevor wir den Gladiator machen, mache ich einen kleinen Cut rein. Weil in 4 Minuten, also 3 Minuten circa, wie lange die Aufnahme ungefähr gehen soll, schaffe ich den wahrscheinlich nicht. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir dann uns dem Gladiator widmen.